Präsidentin, ich freue mich sehr, dass ich zu Wort kommen darf. Herr Sven, an einer Sache täuscht du dich. Ja, dieses Ausmaß der ganzen Bespitzelung und Abhörung und so weiter war nicht unvorstellbar. Das wurde früher nur als Verschwörungstheorie klassifiziert. Ja, das, was Snowden eigentlich gemacht hat, ist, der Menschheit zu zeigen, dass zumindest Teile dessen, was Verschwörungstheoretiker so in ihren Büchern publizieren, irgendwie doch nicht schizophreniekranken Gehirn entspringt, sondern Realität ist. Und diese Realität greift, glaube ich, noch viel, viel weiter. Das Dilemma ist ja nicht, dass wir eine graue Masse haben, weil wir quasi um Bespitzelung wissen. Also selbst jetzt, wo es publik ist, führt es ja nicht dazu, dass wir uns gegenseitig misstrauisch anschauen und schon das Handy zücken, um Fotos zu machen und irgendeinem Offizier mitzuteilen, was unser Nachbar tut. Nein, das wirklich Perfide ist doch, dass die Masse der Menschen fröhlich, frei und voller Freude ganz hedonistisch die Daten selbst zur Verfügung stellt. Ohne jegliches Bewusstsein dafür, dass sie es damit der anderen Seite in Anführungszeichen leichter machen. Darin liegt der eigentliche Wert. Und ja, Snowden ist so gesehen ein Symbol und auch die Ehrenbürgerschaft ist nur ein Symbol. Aber was symbolisieren sie? Für mich und unsere Fraktion ist da auch nicht einheitlich. Das ist kein primär kommunalpolitisches Thema, genauso wie die Frage des Friedens in der Ukraine. Deswegen machen wir da keine Fraktionslinien oder derartiges. Das ist uns eh fremd, funktioniert eh meistens nicht, sondern wir haben unsere eigenen Meinungen. Er ist ein Symbol dafür, dass wir einen Bewusstseinswandel haben, der äußerst gefährlich ist. Ja, es wurde schon angesprochen, ja, auch früher schon konnte abgehört werden. Ich kenne Menschen, die haben schon in den 70ern damit gelebt, dass sie abgehört wurden. Ja, also ein Besuch einer DKP-Veranstaltung in den 70er Jahren reichte aus, um abgehört zu werden. Ja. Mitgliedschaft auch, ja. Aber muss man ja manchmal sein. Und trotzdem gab es aber ein Grundbewusstsein, das sagt, erstmal im Zweifel für den Angeklagten und es gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, wir werden nur aktiv im Sammeln von Daten und im Auswerten von Daten, wenn wir einen Anfangsverdacht haben, der richterlich bestätigt wird. Und da hat sich ein Bewusstseinswandel eingeschlichen, zumindest in den Reihen, in Anführungszeichen, der Mächtigen. Wie mächtig sie sind, ist ja nochmal eine andere Frage, aber ich will ja keinen Philosophiekurs halten. Jetzt gilt ein anderes Prinzip, maßgeblich durch 9/11 mit befördert. Nämlich prinzipiell erstmal jeden als potenziell gefährlich anzusehen und deswegen von vornherein erstmal Daten zu sammeln und sie auszuwerten, um präventiv Anschläge zu verhindern. Gibt da den Film mit Tom Cruise. Sie werden in 5 Minuten jemanden umbringen, darum nehme ich Sie jetzt fest. Ja, das wäre das Ideal der sicherheitspolitischen Denker heutzutage sozusagen. Und da sind wir schon ganz schön dicht dran. Ja, die Zahl der Menschen, die bespitzelt, verfolgt, strategisch überwacht werden, ist ja nicht so gering. Ja, also ich erinnere mich so an einige Rasterfahndungsgeschichten, auch in Nordrhein-Westfalen. Über 30 Barträger etc. pp. Und sofort war man schon mal in dem Raster mit drin, weil man könnte Islamist sein. Solche Geschichten, wo plötzlich das Individuum gar nichts mehr zählt. Und die Instrumente werden weiter geschaffen. Das eine ist die Vorratsdatenspeicherung, das nächste sind die Mautdaten. Die Instrumente werden doch schon geschaffen. Unsere Gesundheitskarte, mit der wir zum Arzt gehen, unsere Kreditkarten, mit denen wir einkaufen gehen etc., die Daten sind ja schon größtenteils da und die Instrumente. Man muss sie nur nutzen und verknüpfen. Und ich persönlich bin felsenfest überzeugt, dass das schon längst gemacht wird. Ja, und das Einzige, was man tut, ist Stück für Stück die Menschen daran zu gewöhnen und es nachträglich zu legalisieren, was man eh schon die ganze Zeit macht. Und das tun sie, weil sie Angst haben. Schlicht und ergreifend. Ganz natürliche Angsthandlung. Kann ich auch verstehen. Ich möchte nicht Bundeskanzlerin sein, ich möchte da nicht tauschen bei den ganzen Problemen, die sie wälzen muss. Aber das ist das, wofür das Symbol Snowden steht, dass wir einen Mentalitätswechsel haben, der sich gravierend von dem unterscheidet, was noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Und was ist jetzt die Ehrenbürgerschaft für ein Symbol?
Ein kleines, kann man sagen, aber ein entscheidendes. Weil wer, wenn nicht wir, als Teil des Systems, wenn auch ganz kleines Teilchen des Systems, kann denn gegenüber der Bundesregierung sagen, passt mal auf, da machen wir nicht mit. Ja. Wir teilen eure Ängste nicht. Wir wollen diesen Kurs der Angst nicht mitgehen. Ja. Wir dulden diesen Mentalitätswechsel nicht, weil wir wissen, dass die Menschen in unserer Stadt ihn auch nicht dulden. Weil die Menschen, die ihre Daten so bunt selbst darstellen, sind sich dessen eben nicht wirklich bewusst. Sie wissen nicht, was es heißt. Weil sie ja gar nicht erfahren, dass sie eventuell eine Behandlung von der Krankenkasse nicht anerkannt bekommen, weil die Krankenkasse irgendwelche anderen Daten hinzugezogen hat. Weil sie nicht erfahren, dass sie einen Arbeitsplatz nicht bekommen, weil der Arbeitgeber gegoogelt hat und auf Daten zugriff, die sie selbst zur Verfügung gestellt haben. Ja, es wird für sie nicht spürbar, also nehmen sie diese Bedrohung auch gar nicht wahr. Erst in dem Augenblick, wenn die Polizei vor der Tür steht und sagt, sie wollten einen Anschlag verüben, dann nehmen sie jetzt mal mit und berauben sie erstmal einiger Grundrechte. Dann fallen sie aus allen Wolken und sagen, hatte ich doch gar nicht vor. Ja, aber wir haben ja was stehen. Und dann müssen sie erstmal nachweisen, dass das ja alles gar nicht stimmt, was da in den Daten gesammelt wurde. Also sie nehmen es nicht wahr und deswegen ist es auch ihr gutes Recht, als Masse, als Vielfalt frei mit ihren Daten umzugehen. Und deswegen ist es eben die Pflicht des Staates und seiner Institution, sie vor dem Missbrauch zu schützen. Dass die Bundesregierung das nicht tut, offenkundig. Mittlerweile heißt es ja auch schon seit 2005, weiß sie Bescheid über die ganze Geschichte, hätte also schon reichlich Jahre Zeit gehabt, irgendwas zu unternehmen. Nein. Dass die Kanzlerin sich nur einmal aufregt, nämlich als es um ihr Handy geht, spricht da Bände. Und dann ist es das Symbol, das wir geben können als Teil des Systems, des gesellschaftlichen Apparates sozusagen, halt, stopp. Die Menschen unserer Stadt müssen geschützt werden. Und wir stehen dafür ein, wenn schon die Bundesregierung das nicht tut. Wir tun es aber. Wir können keine Gesetze erlassen, wir können die Bundesregierung zu nichts zwingen, aber wir können ein markantes Signal ausgeben, dass sie nicht übersehen kann und dass sie nicht herumgehen kann. Ja, wir können es mit Inhalt füllen. Und das ist das Entscheidende, worum es heute geht. Bitte, Herr Kieses, bitte produzieren. Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, wir diskutieren zu diesem Tagesordnungspunkt neben der Weltpolitik auch darüber, ob wir heute die Ehrenbürgerschaft verleihen wollen und warum die zu Ehren der Persönlichkeiten sich um Flensburg verdient gemacht haben. Das habe ich bisher noch nicht erfahren. Die Ehrenbürgerschaft, die Verleihung der Ehrenbürgerschaft, ja, ist nicht die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Sie ist nicht die Aushändigung der Flutopfermedaille Hamburg 62. Sie ist auch nicht die Verleihung des Titels Held der Arbeit. Die Ehrenbürgerschaft einer Stadt ist eine besondere Würde und sie muss auch eine besonders würdevolle Debatte haben. Deswegen haben wir im nächsten Tagesordnungspunkt einen Entwurf zu diskutieren, wie das hier künftig gemacht werden soll, damit es keine Wiederholung in der Geschichte gibt. Wir wollen ja auch ein Quorum einführen. 3/4 muss gesichert sein und der Ältestenrat schlägt vor. Und die Ehrenbürgerschaft muss nach meinem Verständnis, auch nach Verständnis der SPD-Ratsfraktion, eine absolute Ausnahme sein. Und wenn mal auf flensburg.de oder nicht auf flensburg.de, auf Wikipedia, Flensburg mal googelt, tatsächlich 1930 wurde Dr. Totzen und ein Oberbürgermeister Ehrenbürger. Danach kam 12 Jahre Diktatur. Es wurden 2 Ehrenbürger, die es absolut noch nicht mal in Ansatz als Person und auch in Bezug auf Flensburg überhaupt gar nicht verdient gehabt hatten. Das ist dann auch revidiert worden. Und dann taucht noch auf Beate Use 1999. Da streitet man sich aber, ob sie tatsächlich Ehrenbürgerin unserer Stadt geworden ist. Also ich kann es so nicht sagen. Also Herr Carstensen hat auch schon im Ältestenrat, glaube ich, oder den Kopf geschüttelt. Es steht auf jeden Fall auf Wikipedia drin, das stimmt nicht, aber da komme ich gleich nochmal zu. Denn, nehmen wir mal an, man hätte Beate Use vorgeschlagen, in den 60er, 70er oder 70er Jahren oder auch 80er Jahren für eine Ehrenbürgerschaft, sie wäre hier leider nicht mehrheitsfähig gewesen, weil es noch ein anderes Moralverständnis gab bei Teilen der Ratsversammlung quer durch alle Fraktionen durch. Und dann frage ich mich, welche Ehre ist das für eine Person, vorgeschlagen zu werden, und anschließend wird die Person als Person zerrissen in der Ratsdebatte. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Straßennamen vergeben haben,
zum Beispiel ein Deserteur aus dem Zweiten Weltkrieg, der erschossen worden ist, wo die Nachkommen zugestimmt haben mit der einzigen Auflage, es darf dort keine Debatte drüber geben. In dem Augenblick, wo einer sagt, das wollen wir grundsätzlich nicht, hätten sie es zurückgezogen. Die Frage ist immer, wollen wir das? Wollen wir eine Debatte über Personen führen, die vielleicht gar nicht wissen, wo Flensburg liegt, vielleicht auch gar nicht wissen, was Kleinstparteien hier für eine Bedeutungslosigkeit in Flensburg und in Deutschland haben, aber man diskutiert über sie und anschließend ist Pustekuchen, ist ja schön, schön einmal nochmal in der Zeitung gestanden zu haben. Und für uns muss, wenn es darum geht, jemand die Ehrenbürgerschaft zu verleihen, eins im Mittelpunkt stehen. Die zu ehrende Persönlichkeit muss durch ihr Wirken in oder für Flensburg nachhaltig das gute Ansehen unserer Stadt gefördert haben. Wir möchten nicht, dass eine Person als Vehikel dafür benutzt wird, um für weltpolitische Debatten hier führen zu müssen. Frau Bypräsidentin, meine Damen und Herren, diese Ratsversammlung ist ja, wie einige wahrscheinlich noch nicht wissen, obwohl sie schon eine Weile dabei sind, Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung. Und diese kommunale Selbstverwaltung ist an Rechte und Gesetze gebunden, die uns von oben auferlegt werden. Ein paar dürfen wir auch selber machen. Und deswegen müssen alle Beschlüsse, die wir hier fassen, auch eine Rechtsgrundlage haben. Aus diesem Grund müssen wir diesen Antrag leider aus formalen Gründen ablehnen. Es gibt nämlich keine Rechtsgrundlage. Die Grundlage für die Verleihung von Ehrenbürgerschaften in der Gemeindeordnung ist durch den Landesgesetzgeber aufgehoben worden. Unsere Richtlinie ist noch nicht beschlossen. Wir hatten ja einen Anlauf gemacht, das in Ordnung zu bringen, indem wir die Richtlinie erst beschließen und dann hierüber debattieren. Das ist ja aus irgendwelchen Gründen abgelehnt worden. Also Sie dürfen jetzt gar nicht zustimmen, das, wenn Sie wollen. Sie dürfen es nicht, weil die Rechtsgrundlage nicht da ist. Die Rechtsgrundlage wäre natürlich formal auch noch nicht ganz da gewesen, wenn wir es zuerst gemacht hätten, denn diese Richtlinie tritt immer erst am Tag nach dem Beschluss in Kraft. Aber immerhin hätten wir schon gewusst, welcher Grundlage wir einen Beschluss fassen. Damit könnte es ein Bewenden haben, aber ich will doch einen Umstand aufgreifen, den ich bemerkenswert finde, nämlich die FDP hat heute mal was Richtiges gesagt. Und das ist, was ist eigentlich die Aufgabe dieses kleinen Kommunalparlaments? Die Aufgabe ist es, sich um die kommunalen Aufgaben dieser Stadt zu kümmern. Heute debattieren wir seit über anderthalb Stunden über Themen, die keine kommunalen Belange der Stadt Flensburg sind. Und sie werden auch nicht dadurch kommunale Belange, dass sie vielleicht jeden Menschen auf der Welt und damit auch jeden Bürger Flensburgs betreffen können, sondern kommunale Belange sind eben nur die, die im Regelungsbereich unserer Kommune liegen. Nun bin ich durchaus der Meinung, dass hier in dieser Ratsversammlung, das ist demokratisches Prinzip, jeder die Anträge stellen darf, die er möchte. Und es darf ja auch jeder sagen, was er möchte. Meinungsfreiheit ist für mich etwas, was allseitig ist. So darf jeder eine Meinung haben zum Ukraine-Konflikt und auch zu Edward Snowden. Und vielleicht, wenn wir es wirklich diskutieren würden, was wir nicht hier tun sollten, sondern vielleicht mal außerhalb, wären wir uns in vielem auch sehr einig. Aber dennoch ist es so, dass aus meiner Sicht derjenige, der diese Ratsversammlung, die kommunale Aufgaben zu lösen hat, dafür benutzt, um seine weltpolitischen Sichtweisen auszubreiten, diese demokratischen Rechte, die ich sehr schätze, missbraucht. Und wenn man dann, was heute passiert ist, dafür, dass man mit demokratischen Mitteln diesen Missbrauch begrenzt, sich noch des Vorwurfs aussetzt, undemokratisch zu sein, dann verkehrt sich das Rechte ins Linke und das Wahre ins Falsche. Aus meiner Sicht ist es eine Frage des Respekts vor den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt und vor den Wählerinnen und Wählern dieser Stadt, dass man hier das tut, wofür man gewählt worden ist, nämlich sich um kommunale Belange der Stadt Flensburg zu kümmern und nicht die Arbeit dieser Ratsversammlung zu behindern, indem man unsere Kraft dadurch verschwendet, dass wir vielleicht bald 2 Stunden über Dinge diskutieren müssen, die kommunale Belange der Stadt Flensburg nicht betreffen. Es ist gesagt worden, unsere Aufgabe ist auch, die Menschen dieser Stadt zu schützen. Das sehe ich auch so.
aber wir sollten sie auch schützen vor Kommunalpolitikern, die dafür sorgen, dass wir unsere Aufgaben nicht wahrnehmen können. Das einzig Sinnvolle, was der ganze Antrag der Linken bewirkt hat, ist, dass wir entdeckt haben, dass wir aufgrund der Änderung der Gemeindeordnung keine Rechtsgrundlage mehr für unsere Ehrenbürgerschaft haben und dass wir im nächsten Tagesordnungspunkt dann sinnvollerweise eine Richtlinie dazu verabschieden werden. Das hätte aber höchstens 3 Minuten in Anspruch nehmen müssen und nicht die lange Zeit, die wir jetzt damit verschwenden. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Also, Herr Dr. Dürin hat eben gesagt, jeder darf sagen, was er möchte. Beantragt dann aber im vorhergehenden Tagesordnungspunkt, nämlich zur Ukraine-Krise oder stimmt dem Antrag zu, dass die Debatte geschlossen wird. Also, diverse Fraktionen durften nicht sagen, was sie wollten. Also von daher ist das ein Widerspruch in sich. So, und eigentlich wollte ich jetzt gar nicht mehr so sehr viel zur Ehrenbürgerschaft von Edward Snowden sagen, weil mein Fraktionskollege, Herr Dr. Dewanger, mir aus der Seele gesprochen hat. Wir haben zwar keine Fraktionsmeinung dazu, aber er hat genau das gesagt, was ich dazu fühle und vielen Dank dafür. Aber dann habe ich dann Herrn Kinas gehört, wie er über Beate Uhse referiert hat und hat gesagt, ja, eigentlich wäre sie damals ja vielleicht zur Ehrenbürgerschaft vorgeschlagen worden, aber damals haben ja noch andere Werte geherrscht. Da habe ich gedacht, okay, dann Edward Snowden wird hier auch vielleicht nicht vorgeschlagen, weil hier auch noch andere Werte gelten. Da habe ich mir gedacht, Mensch, also das ist, vielleicht wollten Sie ja das ja nicht so sagen, aber das klang doch wirklich, das klang aber echt ein bisschen übel, aber ich nehme an, Sie wollten das gar nicht sagen, sondern dass wir eigentlich alle hinter den Werten stehen, die Edward Snowden verkörpert, inklusive der SPD-Fraktion, weil Herr Jezewski hat ja schon diverse Zitate gebracht, unter anderem auch von der SPD-Fraktion, wo Edward Snowden doch wirklich auch in seiner Symbolfigur entsprechend wahrgenommen worden ist. Vielen Dank, Frau Stadtpräsidentin. So, aber mehr sage ich zu diesem Punkt eigentlich nicht, aber es ist was Neues aufgekommen, nämlich der Edward Snowden-Preis, Herr Jezewski. Dieser Edward Snowden-Preis, den finde ich sehr sympathisch. Leider Gottes ist der jetzt erst eingebracht worden. Deswegen, da würde ich doch gerne mal die näheren Gegebenheiten also eruieren und das erstmal ein bisschen zurückstellen, damit wir da vielleicht einen Weg finden können, tatsächlich einen Edward Snowden-Preis auszurufen. Ich finde das sehr sympathisch. Also Menschen, die so für etwas eintreten, wie Herr Snowden, die haben einfach einen Preis verdient. Und den müssen wir ihnen wirklich auch gewähren. Und ich denke, das ist etwas, was ich sehr sympathisch finde. Vielen Dank. Bitte, Herr Gut. Die Bündnis 90 Grünen. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und auch die Zuschauer vor den Bildschirmen. Die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen wird mehrheitlich für den Antrag der Linken stimmen. Auch ich werde dafür stimmen. Warum? Warum möchte ich Edward Snowden zum Ehrenbürger der Stadt Flensburg machen? Ich denke, die Linke hat ihren Antrag wirklich sehr eingehend begründet. Deshalb möchte ich als Alterspräsident dieser Ratsversammlung diese Frage aus der Sicht eines über 70-Jährigen mal kurz darstellen. Mit Sorge stelle ich fest, dass sich viele Menschen, junge wie alte, auf die rasant fortschreitende technische Entwicklung, vor allem im Kommunikationsbereich, nicht rasch genug einstellen
beziehungsweise noch nicht damit umgehen können und somit aus ihrem Unvermögen oder Gutgläubigkeit dem Missbrauch ausgesetzt sind. Beispiele hierfür sehen wir fast täglich oder lesen wir fast täglich in den Medien. Ich denke dabei auch an die vielen Firmen, die unsere persönlichen Daten weiterverkaufen und damit den Missbrauch preisgeben, oder an Geschäfte, das mag ja so harmlos klingen, die über Bonuskarten mein Kaufverhalten kontrollieren können. Das heißt, schon heute findet eine ständige Überwachung unseres Alltagsverhaltens statt. Und diese Entwicklung greift immer mehr in unseren Privatbereich ein. Und hier sehe ich eben auch die Klammer zu der Kommunalpolitik, dass es auch unsere Pflicht ist, als Kommunalpolitiker alles zu tun, um diesen Schutz vor dem Missbrauch ihrer Daten zumindest anzusprechen und vielleicht auch etwas dazu bewegen, dass die Sensibilität für den Schutz dieser Daten, beziehungsweise dass man nicht ganz naiv auch seine persönlichsten Daten ins Internet stellt, dass man da auch wirklich ganz deutlich darauf aufmerksam macht. Und vor allem die Politik gefordert, sich aktiv und unnachgiebig auch gegenüber Wirtschaftsinteressen für den Datenschutz einzusetzen. Es ist grotesk, wenn wir angesichts massiven Datenmissbrauchs immer noch EU-Datenschutzregeln haben, die 20 Jahre alt sind. Und sich die EU-Minister seit 2 Jahren nicht über neue Datenschutzregeln einigen können. Und ich habe die Befürchtung, dass vielleicht sogar nachher unter dem Strich weniger bei rauskommt, als wir jetzt schon haben. Unser Staat ist verpflichtet, die Grundrechte seiner Bürger zu schützen. Das möchte ich ausdrücklich auch nochmal betonen. Und damit komme ich zurück zu Edward Snowden, der ohne Rücksicht auf negative Folgen für seine persönliche Lebenssituation den weltweiten Missbrauch persönlicher Daten nicht nur durch die NSA aufgedeckt hat. Sein Verdienst ist es, dass Menschen nicht nur in Rom, Paris oder in Berlin, sondern auch in der Stadt Flensburg sensibler geworden sind im Umgang mit ihren persönlichen Daten. Deshalb spricht sehr viel oder alles dafür, Edward Snowden, dem ganz aktuell der alternative Nobelpreis verliehen wurde, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Flensburg zu verleihen. Dies kann auch ein positives Signal für andere Städte und Gemeinden sein. Deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung.